Ladrense wurde 1267 erstmalig urkundlich erwähnt, war bis 1945 ein Gutsdorf, wir hatten einen Gutsbesitzer und mehrere kleine Bauerngrundstücke. Nach Kriegsende siedelten sich hier viele neue Neubauern an. Anfang der 60er Jahre wurde das VE-Gut gegründet und später siedelte sich dann nachher doch die LPG Pflanzenproduktion an. Bis 1990 wirtschafteten diese beiden Betriebe nebeneinander und gemeinsam. Meine Heimat, das ist mein Zuhause, hier bin ich aufgewachsen, hier ist meine Familie. Ich bin zufrieden, ich habe Arbeit hier, kann mich hier nebenbei einbringen. Wie gesagt, bin ja Bürgermeister in meiner Freizeit und versuche mich in die Kultur ein bisschen einzubringen, dass im Dorf noch ein bisschen was los ist. Also ich fühle mich hier wohl, mein Umfeld ist in Ordnung. Ladrense hatte in den 80er Jahren so zwischen 300 und 400 Einwohner. Nach der Wiedervereinigung haben sich viele junge Familien hier aus unserer Region verabschiedet. Momentan haben wir in Ladrense und Pomellen, bei Pomellen zählt zur Gemeinde Ladrense dazu, rund 370 Einwohner. Davon sind zwischenzeitlich schon 50% polnische Bürger. Und seit Anfang der 90er Jahre gründete sich dann hier die Ladrense Agrar GmbH und Co. KG. Der Betrieb ist mal hervorgegangen aus der Abteilung 3 der LPG P. Krakow und wurde 1990, 91, 92 umgewandelt zur heutigen Rechtsform der Ladrense Agrar GmbH und Co. KG. Im Betrieb bin ich hier seit 1994 und seit 2011 Geschäftsführer. Der Betrieb bestand seinerzeit aus Tierproduktion und Ackerbau und Futterbau. Die Tierproduktion wurde nach und nach eingestellt, zuerst 2007 die Milchviehwirtschaft, 2011 die Schweineproduktion und 2016 die Rindermast aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen und Arbeitskräfte. Dadurch beschäftigt sich der Betrieb heutzutage nur noch mit rein Ackerbau und Mais als Futterbau. Wir waren auch, oder wir sind ja noch immer Lehrausbildungsbetrieb. Zurzeit haben wir keinen Lehrling, aber im letzten Jahr wurde ein Lehrling hier im Betrieb fertig. Und ist auch übernommen worden durch den Betrieb. Im Anbau haben wir Wintergerste, Winterraps, Winterweizen, Winterrong und Mais. Wir haben noch 80 Hektar circa Fläche, die als Brache oder Stilllegung gilt und ein bisschen Bienenweide. Grünland ist, seitdem die Rindermast aufgelöst wurde, außen vor. Wir haben hier um die Flächen, Ortschaften, Ladrense, Pomellen, Splitterflächen, die werden bewirtschaftet eher extensiv als intensiv.
Wir reparieren, was wir können, machen wir alleine. Alles andere kommen dann Servicefirmen oder je nachdem, was wir brauchen auf dem Hof. Und dann wird die Reparatur durchgeführt und Durchsicht und so weiter und so fort. Der Maschinenpark umfasst 3 Mähdrescher. Traktoren haben wir 15, 2 Teleskoplader, 3 kleine Radlader, Ackerbaugeräte, Scheibenegge, Gruppe, 3 Flüge, Beetflüge und Transporttechnik, um die Ernte unter Dach und Fach zu bringen. Also wir sind hier im Betrieb zurzeit 15 Beschäftigte, davon bin ich im Prinzip der einzige Vollbeschäftigte hier im Jahr. Die Bürohaltung, die macht stundenweise, die teilen die 3 Frauen die Arbeitszeit auf. Draußen in der Feldwirtschaft und in der Reparaturwerkstatt sind wir aufgestellt vom 1. März bis 31. Oktober. Sind die Leute hier und verdienen ihren Lohn und kriegen vernünftig, denke ich mal, bezahlt und ihren Urlaub und gehen dann vom 1. November bis zum 29. oder 28. Februar in Arbeitslosigkeit und kriegen dann ihr Arbeitslosengeld. Am Anbau haben wir in der Regel als Durchfläche ca. 1800 Hektar zu dreschen. Jede Ernte, da drischt dann also jeder Mähdrescher so 450 Hektar. Die Leute sind dann auch stark angeboten, aber trotzdem haben wir die Arbeit bis jetzt immer geschafft und die Leute haben auch Freude an der Arbeit und ich kann mich auf die Leute verlassen. Obwohl sie ja im Prinzip die Saisonkräfte sind, aber sind immer halten immer zur Stange und immer zum Betrieb. Wir haben, wie gesagt, ungefähr 300 Hektar Gerste im Anbau, 600 Hektar Raps, 700 Hektar Weizen, zwischen 130 und 150 Hektar Roggen. Maisfläche variiert zwischen 90 und 120, 130 Hektar, je nachdem, wie die Fruchtfolge im Betrieb den Anbau zulässt. Dann würde ich mir wünschen, vielleicht viele schöne Arbeitsplätze, Ansiedlung von irgendwelchen Gewerbebetrieben oder wie auch immer, eine gute Finanzausstattung der Gemeinden, damit wir uns nicht nur das Notwendigste leisten können, sondern wirklich mal aus dem Vollen schöpfen können und nicht immer nur die Sachen erledigen, die wirklich zu erledigen sind. Und wir sind hier so Grenzregion, wir sind hier so abgeschottet am Ende der Welt immer schon gewesen und wir haben schon immer kleine Brötchen gebacken. Das wird sich auch in 100 Jahren meiner Meinung nach nicht ändern.